Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe. Wir schauen rein hinter die Kulissen von Rage on Stage und ich habe diesmal dabei die Maria. Hallo. Maria, ich verrate noch nicht den Zuschauern, was du eigentlich bei diesem Film gemacht hast, sondern wir schauen so einen kleinen Outtake. Der wird dich wahrscheinlich auch so in die Welt bringen von, ach ja, das war mein Job. Und Kamera? Läuft. Guck hier der Mickey. Ja. Und bitte. Also, was wissen wir von ihm? Unser heutiges Thema ist Ton, Maria. Ja. Oh. Entschuldigung. Ich lasse mal einfach ein bisschen Rohmaterial im Hintergrund laufen, während wir erstmal so wieder so reinkommen. Auch du machst ja jetzt eine Zeitreise von 10 Jahren. Mhm. Und das ist auch 2006, was wir hier sehen. Mhm. Und irgendwo tauchst du dann da auch gleich auf. Ich habe jetzt so einfach ein paar Aufnahmen rausgesucht, wo du immer intensiver in die Arbeit reinkommst. Aber es war halt geprägt davon, also für mich, wer das jetzt vielleicht vergessen hat, ich war der Kameramann bei diesem Film und Kamera und Ton sind bei jedem Film sehr eng aneinander geschweißt und wir waren es ganz besonders. Also wir waren beide völlig unerfahren, was diesen Job anging, also keine Profis und eigentlich muss sozusagen der Kameramensch totaler Profi sein und einfach mal sagen, wo ist denn eigentlich das Bild, dann kann der Tonfrau nicht sowas passieren, was eben gerade bei diesem Outtake passiert ist, dass nämlich das Mikrofon plötzlich im Bild ist. Aber wir haben es natürlich sehr oft. Also die Outtakes, die ich so vom Rohmaterial gesehen habe, sind voll davon. Mhm. Und also ich sehe die nicht im Sinne von, oh Maria, sondern ich denke immer, oh Christian, so, ne? Mhm. Weil ich auch weiß, also du hast quasi eine ganz wichtige Sache gemacht, den Ton so nah wie möglich ranzubekommen. Es ist fast schon ein Duell auch zwischen Kamera und Ton. Naja, hör mal, ich will, dass der Ton gut und präsent ist. Und das widerspricht eigentlich allem, was so Bildgestaltung ist, weil wenn ich das Bild nur ein bisschen offener ist, bist du ja quasi ständig im Weg und muss dann eigentlich Kompromisse für den Ton nehmen. Und war das eigentlich auch so? Ich hatte oft das Gefühl, dass von dir wurde jetzt verlangt, mach mal guten Ton, aber eigentlich wurden ständig Bilder gemacht, die das nicht möglich gemacht haben. War dir das so bewusst, dass du eigentlich ständig benachteiligt worden bist bei deiner Arbeit? Ja, aber ich muss dazu ja auch sagen, dass ich das ja ne, total amateurhaft und das erste Mal da gemacht habe und eher so wie, oh, ich möchte auch meine Wichtigkeit innerhalb meines Arbeitsfeldes haben und habe mich dann, glaube ich, manchmal eher künstlich aufgeregt, wenn ich dann wieder sonst wo stehen musste. Mhm. Aber ansonsten, nö, würde ich sagen eher nicht. Also gab dann die Ansage und dann musste ich halt weg oder so. Wir haben jetzt ein schönes Beispiel da, das ist eigentlich so richtig optimal. Du kannst schön dicht rangehen, weil ich mich hier mit so einer Nahaufnahme gerade wie eine ganz dramatische Szene passiert und du kannst schön das Richtmikrofon draufhalten. Noch einmal mit ihm ankommen. Er kommt gleich wieder. Okay, bitte. Ja, kommst du. Gesicht zu heftig? Nein. Gut. Noch ein bisschen weiter zurück. Ich will nicht mit der Schrittfolge, sonst kommt es. Okay, gut. Okay. Ist aus dem Bild raus? Ja. Dann, Kamera läuft? Die Kamera läuft. Und bitte. Und das heißt für mich auch so ein typischer Moment, alles ist ganz dramatisch, angespannt, ganz still und dann schreit irgendwas ganz laut. Mhm. Wusstest du eigentlich, also ich war manchmal selbst dann erschrocken von solchen Momenten, mhm. Wir haben halt einen Horrorfilm gedreht, ständig gab es irgendwelche, es wurde geschossen, Explosionen, Schreckmomente. Ich habe manchmal das selbst vergessen und dann dachte ich immer, oh ja krass, so jetzt am Regler auch das im Griff haben. Mhm. Wie war das? Also,
also wenn ich jetzt gerade die Aufnahme sehe, habe ich auch das Gefühl, wo war ich denn eigentlich mit den Gedanken? Weil ich manchmal irgendwo woanders hingeguckt habe, vielleicht habe ich mir angeguckt, was die anderen so vom Team im Hintergrund machen oder sowas. Vielleicht guckst du auf den Monitor sogar, das könnte durchaus sein. Oder das, ja, weiß ich. Genau, das könnte auch möglich sein, aber ja genau, also dieses, oh, jetzt schnell nachregeln, das gab es öfter mal. Also ja, also ist jetzt natürlich nochmal die Frage, wie vielte Take das ist irgendwie so. Irgendwann hat man es ja dann drauf, wenn es dann losgeschrieben wird. Auf jeden Fall wird, ist die Figur nicht mehr da von dem Boss, der da gerade stirbt. Der Regisseur ist gerade Anspielpartner. Ja. Ich würde sagen, es ist 2 Uhr nachts. Also an einigen Aufnahmen konnte ich das noch sehen. Das weißt ja selber auch noch, dass wir manchmal fast 30 Stunden Drehtage hatten. Das ging tief rein und es ist, glaube ich, auch so, dass viele Making-of-Aufnahmen erst dann anfangen, weil sich dann einige im Team, glaube ich, ein bisschen gelangweilt haben und sich das Ding mal geschnappt haben. Um sich wachzuhalten, ja. Ja, das heißt, deswegen sieht man uns mal besonders fertig. Und aber ich fand das, also ich finde es ja, sehe dich da total in Konzentration. Also ich glaube, dass du auf dem Monitor gerade guckst. Ach so, okay. Vielleicht hast du sogar von deinem Bruder, der Regisseur ist, sogar gesagt bekommen, du achte auch mal drauf, wie es so ist oder so. Ich finde, das war ja auch immer so, dass es gab ja nie mehr, also man war nie nur ein Job. Also dafür waren wir gar nicht groß genug als Team, sondern irgendwie irgendwas anderes gab es auch immer noch zu tun. Lass mal noch ein bisschen nebenbei laufen und wir steigen auch noch später noch ein in all die anderen Jobs, die sich da immer wieder aufgetan haben. Gab es eigentlich sowas wie so eine, achso, da sehen wir jetzt, glaube ich, ach nee, guck mal, da hinten, da sitzen ja alle gemütlich. Ja, wahrscheinlich habe ich die Leute angeguckt, wie sie sich das angucken oder sowas, ja. So, erstmal entspannt aufhören mal gucken. Wie war denn das eigentlich, hast du dich gemeldet für einen Ton oder hieß es, Maria, kannst du eigentlich Ton machen? Also wie bist denn du an diesen Job ausgerechnet gekommen? Ich glaube, der Posten war offen und ich war die Schwester des Regisseurs und habe das in die Hand gedrückt bekommen. Also wirklich, ich habe das SQN-Kabel und das, wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen, das Gerät, wo ich mal aufgeklotzt habe. Das XLR-Kabel geht ins SQN. Genau, aufs SQN-Gerät habe ich immer geguckt und dann wurde mir gesagt, ab welcher Farbe des Pegels ist schlecht und wo sollte es mindestens liegen und habe mich dann irgendwie so nach und nach reingeschnuppelt, aber drum gerissen habe ich mich nicht. Also es war halt einfach so, ich meine, es ist auch ewig her, ne? Da war ich, keine Ahnung, 18 oder so. Nur klar, mache ich mit, wenn mein Bruder einen Film macht, gucken, was dann so abfällt irgendwie. Hier kann man ganz schön sehen, dass das auch körperlich eine ganz durchaus anstrengende Angelegenheit ist. Wie war das? Also hast du damit vorher gerechnet, dass das so auch viel so mit Ton, Angel halten? Oder vielleicht wirklich mal so grundsätzlich, was hast du erwartet, wie der Job ist und was hast du denn für dich rausgefunden zum Thema Ton? Es ist eine gute Frage. Ich habe bei mir ist es immer so, dass meine Erinnerungen immer recht nebulös sind. Ich glaube, ich habe nicht so viel erwartet. Es war jetzt aber auch nicht so, dass ich jedes Mal dachte, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder so. Und jetzt zum Beispiel dieses Körperliche hat mir eher gefallen. Also das ewige Rumsitzen und Hocken und dass dann irgendwie das Blut irgendwie abgedrückt wird beim Knien oder so. Das war fast anstrengender oder nerviger, als mal sich ein bisschen lang zu machen und mal seine Körpergrenzen irgendwie kennenzulernen. Ja. Wir sind jetzt wieder in einer Szene, wo auch wir schon sehen, wie die Maskendame Line da ganz viel arbeiten muss. Und es ist vor allem wieder mal ein Moment, wo du dicht mit dem Mikrofon ran kannst. Weil wir, glaube ich, jetzt gerade in eine andere Richtung filmen. Mal gucken, das sieht man ja gleich noch. Also ich finde es gerade, weil du gerade nochmal sagst, also du warst eigentlich ganz froh über das Körbchen, nicht so viel rumstehen und dennoch, also haben, glaube ich, wir beide da ordentlich viel Stehzeit abgeleistet, ne? Weil es gab oft auch Momente, in denen man da jetzt quasi, ist jetzt zwar mitten im Dreh, aber davor 1-2 Stunden lang wurde rumprobiert, da muss man jetzt einfach die ganze Zeit immer warten. Also genau, gerade wenn es, glaube ich, jetzt ans Bild nochmal ging, ne? Dann wurde immer nochmal was verändert und können wir kurz mal reinlaufen hier. Bitte! Also, es geht um Geld, das ich versteckt habe. Wo? Im Theater. Wie viel? Toll, danke. Der nächste Dings ist in Ordnung. Ich lasse es mal weiterlaufen, um vielleicht auch die Erinnerungen aufzufrischen, auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, dass du das vergessen hast, dass du da noch viele andere Jobs auch hattest neben dem Ton. Ja. Also da war ich zum Beispiel richtig baff, als ich das jetzt in den Making-of-Aufnahmen gesehen habe, dass ich dich da auch noch in der Maske wieder gesehen habe. Also hast du das öfter gemacht? Nee, ich glaube, das war relativ einmalig. Also maximal, vielleicht habe ich das zweimal gemacht, aber Lina, die Maske war halt nicht da, warum auch immer.
Und dann musste ich halt etwas machen, was ich bis dahin auch nie, also ich meine, jemand anderen frisieren oder schminken, das ist nochmal eine ganz andere Sache, als selbst irgendwie das bei sich selbst zu machen. Und ich hatte ja auch überhaupt nicht die Übung, ne, weil ich das ja sonst nicht da gemacht habe. So. Und dann war das schon, nervig. Ja. Also weil ja wahrscheinlich auch das an dem Tag ganz spontan dann kam. Ja, höchstwahrscheinlich, ja, genau. Hast du vielleicht noch gedacht, oh, vor dem harten Dreh, noch geht es vielleicht erstmal ruhig los. Ja. Ach so, jetzt machen wir Maske. Ja. Naja, oh, ich glaube, ich habe jetzt nie so gedacht, es geht jetzt ruhig los. Ich habe jetzt nicht so viel zu tun, weil, wie gesagt, gab es eigentlich immer irgendwas anderes zu tun irgendwie. Und sei es einkaufen oder weiß ich nicht. Hast du eigentlich später mal irgendwelche Dreharbeiten erlebt, wo das nicht so gelaufen ist? Also bist du mal irgendwie mit Dreharbeiten in Kontakt gekommen, die quasi professioneller abgelaufen sind oder die halt, wo du nicht ständig irgendwie noch einen anderen Job hattest? Nö, nicht wirklich. Also am meisten habe ich ja dann halt auch bei Marc mitgemacht und dann waren dann die meisten schon so, dass man mehrere Jobs übernommen hat und die späteren dann eher so, dass man doch eher in seinem Department war. Aber trotzdem fiel immer irgendwas an, also jemanden vom Bahnhof abholen oder sowas. Und ich habe jetzt bei einem Kommilitonen mal mitgemacht, da war das auch so. Also da hat sogar mein Job hat sich ständig geändert, zu, von Aufnahmeleitungen dann mal Klappe machen und dann mal Essen machen natürlich wieder. Oder nebenbei die Making-of-Kamera habe ich auch gemacht. Also das, ich glaube, im kleinen Rahmen ist das, wird das immer so sein. Irgendwie so. Aber so richtig professionell habe ich das noch nie mitgemacht. Mhm. Also das ist, glaube ich, was wir euch hier einfach auch mit dieser Videoserie ganz schön zeigen können. Das ist halt eine Produktion gewesen, die kein Geld hatte, also außer das Geld, das jeder irgendwie aus seinen Taschen gezogen hat, aber es gab kein Budget in dem Sinne. Und genau, und deswegen auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche professionellen Leute in rauen Mengen einzukaufen. Wir hatten manchmal das Glück, dass manche Profis irgendwie da neugierig wurden, dachten, da kommen wir mal vorbei, wenn wir eine Folge machen zu den Spezialeffekten, gerade die vor Ort auch gemacht worden sind, da hatten wir das Glück, dass da jemand dann als Pyrotechniker ordentlich losgelegt hat. Aber ich habe das Gefühl, das war einer der professionellsten überhaupt. Ansonsten, ach, es hätte gar nicht gepasst. Also die Zeit, die wir da rein investiert haben, die hätten wir keinem bezahlen können. Und insofern freut mich das, wenn du das auch bei anderen nicht professionellen Drehs, bei Studentendrehs erlebt hast. Ich empfinde das auch richtig als symptomatisch. So ist das, wenn man quasi ohne Geld dreht. Das ist für alle, für mich war es ja auch Filmschule. Also wie hast du das für dich so abgespeichert, diese Zeit? Ist das was so, wo du jetzt vor allem, wenn du so siehst, oh Gott, ja stimmt, das haben wir gemacht, da haben wir schön lange gedreht. Oder gibt es auch so Sachen, wo du denkst, ach, das war auch gut, weil? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war da einfach mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Ich würde sagen, das ist eher so meine Coming-of-Age-Zeit. Ja. Und gerade im Vergleich mit anderen Drehs, dann auch zum Beispiel unter Marc, muss ich sagen, weil das fast am angenehmsten, weil vielleicht eben, weil man kein Geld bekommen hat und somit auch kein Geld bezahlt wurde oder nicht wirklich viel, war auch viel Zeit möglich. Also wir haben ja, also ich erinnere mich einfach an die ganze Zeit auch drumherum, also eben in der Base sitzen und Filme gucken und irgendwie das auch genießen oder als Gruppe auch so zusammenwachsen. Mhm. Das ist mir sonst nach den Drehs, vor allem so die letzten dann von Marc, gar nicht so wirklich passiert, aber da war ich auch einfach außen vor, indem ich Essen gemacht habe. Also war ich auch nicht mit in dem Team drin oder nicht so wirklich in der Crew. Aber das ist eigentlich fast am intensivsten so die Zeit um die Kamera herum, die dann gerade nicht läuft. Also dann, wenn wir nicht drehen, die Zeit. Ich habe noch ein schönes Beispiel, was auch Tonfrau bei diesem Film bedeutet hat, nämlich, das machen auch ganz viele professionelle Tonleute so, dass es immer noch eine Nur-Tonaufnahme gibt. Mhm. Ich zeige einfach mal das Beispiel und können wir ja kurz nochmal drüber reden, über diese Technik. Und bitte! Ja, denn das war wahrscheinlich eine Aufnahme, die du nicht verwenden konntest, weil der Kameramann dir im Weg stand. Mhm. Genau, es war halt so eine typische Technik, die wir oft gemacht haben. Ich suche mal einfach irgendwie ein gescheites Standbild, vielleicht mit dem Mikrofon, wo es so schön auf die Füße zeigt. Denn darum ging es jetzt einfach gerade in dem Moment.
nicht das Bild war wichtig, ich habe das immer mitlaufen, dass ich dachte, oh, vielleicht kann man daraus noch irgendeinen Schnipsel gebrauchen. Aber da war gerade wichtig, die puren Laufgeräusche zu haben. Und das finde ich, waren oft öfter mal so schöne Momente. Man hat ewig lange in so einer Szene gedreht, vielleicht 20, 30 Mal. Und dann gab es mal so einen reinen, jetzt nur für den Ton. Mhm. Also keine Hektik rund um die Technik irgendwie. Vielleicht ging auch schon mal eine Lampe aus. War das für dich, konntest du das eigentlich auch genießen? Oder war das dann ganz plötzlich so, wenn alles schon total ausgepowert war, jetzt nochmal Druck, jetzt musst du auch noch eine geile Tonaufnahme kriegen? Also ich muss sagen, während wir das gesehen haben, gerade ist mir eingefallen, dass ich das ganz oft vergessen habe, das zu tun. Ja. Und dann er daran erinnert wurde, das zu machen. Und ich habe eher ein schlechtes Gewissen gehabt, das jetzt selber nicht auf dem Schirm gehabt zu haben. Und selbst wenn, dann dachte ich eigentlich auch, alle anderen haben dann irgendwie schon das Gefühl gehabt, so, die Szene ist jetzt im Kasten und können dann irgendwie abbauen und jetzt muss man das noch machen. Also ich habe das gar nicht als gemütlich empfunden, glaube ich, sondern eher als nochmal machen. Okay. Weil es sind ja manchmal, gab es ja auch so, dass man zum Beispiel eine Atmo aufgenommen hat, da musste das ganze Team mal ruhig sein und dann hat man einfach nur ein oder zwei Minuten lang das Mikro in den Raum gehalten. Das ist immer ganz wichtig, wer das nicht kennt, dass man einfach eine, also jeder Raum, auch wenn er quasi still ist, da ist immer ein Grundrauschen drin. Und dieses Grundrauschen klingt von Raum zu Raum anders und wenn ich später im Schnitt verschiedene Takes zusammenschneide, dann kann es sein, dass je nach Position das Grundrauschen so ein bisschen durcheinander geht und das ist gut, quasi ein gleichmäßiges zu haben, ist nachher für den Tonmix. Also jetzt 10 Jahre später, wo dieser Film vielleicht noch irgendwann mal fertig gemacht wird, sitzt ja jetzt gerade der Tonmischer dran und nutzt auch dieses Material, um das wieder zusammenzubauen. Und ja, ich persönlich habe daran auch ganz oft nicht gedacht. Also so wie ich an bestimmte Aufnahmen nicht gedacht habe, die dann im Schnitt gefehlt haben, so fehlte dann der Ton. So wie man bei bestimmten Drehbuchsachen, die noch in der Nacht zuvor gemacht worden sind, am nächsten Tag oder man jetzt 10 Jahre später denkt, das ist ein bisschen löchrig. Ja, ja. Also das, ich finde, das gilt so für alle Sachen, dass also mit großer Ambition auch mit Leidenschaft Fehler gemacht worden sind, die aber immer mit Kreativität beantwortet worden sind. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade im Schnitt auch wieder. Das sind zwar Sachen quasi eigentlich nicht okay, aber mit ganz viel Kreativität kriegt man das wieder hin. Und mal gucken, ob man das dem Ergebnis auch noch ansieht. Das ist erstmal so meine kleine Auswahl an Bildmaterial für heute. Gibt es noch von deiner Seite aus irgendwas, wo du denkst, so, ach ja, Ton bei Rage on Stage? Irgendwas, wo wir vielleicht auch noch ein andermal vielleicht drüber reden müssen? Höchstens die Explosionen, die ja. fallen mir jetzt gerade ein, die dann immer ganz schwierig waren zu pegeln oder irgendwie einzufangen. Ja. Fällt mir nicht so viel ein. Also ich habe natürlich irgendwann eine Liebe aufgebaut zu meinem Korb, zu meinem Tonkorb und so. Ja. Und ich habe den auch oft auseinandergebaut und irgendwelche Sachen da irgendwie gemacht oder wieder festgehängt, weil da drin sind also so Gummidinger, die das Mikro dann festhalten, wenn es dann drin immer so geschlackert hat oder sowas. Aber das war dann schon irgendwie, also es ist dann so an mir herangewachsen so ein bisschen. Aber technisch durchgeblickt habe ich da natürlich nicht. Aber es ist auch krasses Kabelmanagement eigentlich immer, ne? Das muss man auch gut befahren. Ja, genau. Das waren so die Angel immer schön zusammenhauen, dann die Kabel, manchmal hat sich das so verdreht, ne? Es musste auch schön um die Angel drumherum sitzen. Aber das war so, ja, damit habe ich mich oft beschäftigt, das wieder auseinander zu dröseln und wieder ordentlich zusammenzulegen. Okay. Wer sich übrigens jetzt die ganze Zeit fragt, was wir in diesem Zelt hier machen, das verraten wir euch nicht. Aber ich versuche einfach, alle Teammitglieder dieses Films wieder aufzuspüren. 10 Jahre später, das ist gar nicht so einfach. Und das ist mir eigentlich zu Hause ein Zelt und Christian ist vorbeigekommen. Sie hat sich eigentlich versucht, mich aufgespürt. Sie hat gehört, ich mache diese Serie und jetzt ist sie gleich verschwunden im Wald. Nee, aber mal gucken, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen. Maria, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht sehen wir uns nochmal zu anderen Aspekten der Arbeit. Oder ich habe so viel Material zum Thema Freizeit. Zeit rund um diesen Dreh gefunden. Vielleicht auch das nochmal. Ja, das wäre cool. Sehr schön. Ja. Macht's gut. Tschüss.